So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Maschinski. In dieser Folge, mir ist erstens hier im Startmenü was aufgefallen, es gibt einen Mehrspieler. Ich weiß zwar noch nicht, wie der funktioniert oder wie genau das Ding funktionieren sollte. Aber es gibt jetzt einen Mehrspieler. Ich weiß nicht, ob es das schon vorher gab. Und Mods und DLCs gibt es auch jetzt. Auf jeden Fall, wir spielen weiter mit Folge Nummer 23. Kleiner Hinweis für alle, es wird vielleicht irgendwann mal ein Video geben, wieso unregelmäßig Videos hochgeladen werden. Damit auch alle hier den Überblick haben und jeder weiß, ja, jetzt kommen mal wieder 5 Videos weniger im Jahr oder so. Nein, aber das ist eine andere Geschichte. So, jetzt lade mal fertig. Finde ich geil, bei mir auf dem Monitor ist es schon fertig geladen, aber in der Aufnahme zeigt er immer noch den Ladebildschirm an. Was irgendwie voll gegen sich spricht. So. Genau, in der letzten Folge hatten wir hier ja unser Stahl-Imperium vorangetrieben. Und das wollen wir jetzt auch noch weiter ausbauen, indem wir jetzt hier Kohle und Stahl produzieren wir beides hier. Also Kohle haben wir mehr als genug in der Regel. Hier seht ihr, hier hauen sie schon wieder ab. Weiter durchreichen mit dem Stahl zusammen, dass wir hier dann Stahl- und Kohle-Coins herkriegen. Das wäre jetzt so das Vorhaben für diese Folge. Und deswegen bauen wir hier dann auch gleich mal kräftig aus in Potsdam. Dieses Krabbeln von den Bauarbeiten finde ich immer noch so geil. Tak, tak, tak. So, 6er Bahnhof. 6er Bahnhof. Idee wäre einfach nur so einen Pendelzug zu machen, der dann hier angeschlossen wird. Das heißt also, wir erstellen hier mal zusätzlich einen Gleis. Was dann meinetwegen, hier gucken wir, auf welchem Gleis wir hier rauskommen. Oder auf welcher Höhe wir hier rauskommen. Welches wir dann, ja, also hier müssen wir irgendwie den Weg runterkriegen. So, zack. Zack. Ja, es sollte jetzt erreichen, dass wir hier auf den Boden kommen. So, und damit das dann hier auch alles funktioniert, bauen wir halt hier noch ein Gleis ein. So. Geradeaus, das haben wir, das haben wir, das ist auch okay. So, jetzt kann man hier aber leider kein Zwischensignal setzen. Okay, das ist ein bisschen doof gelöst, dass man jetzt hier nichts anderes mehr setzen kann. Weil wir müssen ja hier diesen Bogen machen, also bleibt uns ja nichts anderes. Ich hasse das doch. So. Wie viel brauchte ich nochmal, um diesen Abzweig zu machen? 3. Das heißt also, zack, zack. Zack. Nee, das lassen wir erstmal offen. Ich will sehen, ob das funktioniert oder nicht. Oh, ich habe das falsche Signal gesetzt. Das. Ja, und jetzt hätte ich hier gerne irgendwo zwischen den einen Trenner. Weil sobald jetzt hier einer rüberfährt, der blockiert ja alles, obwohl hier hinten noch frei wäre. Er fährt fast voll zurück. Nein!
Wisst ihr, was wir jetzt hier einfach machen? Wir bauen das hier einfach direkt zweigleisig aus. So, dann haben wir hier diese ganzen Infrastrukturprobleme nicht mehr. Das heißt, hier können auch zwei Züge gleichzeitig fahren. So, dann können wir... Ja, es funktioniert trotzdem nicht. Drei Gleise für den Hauptverkehr sollten im Regelfall ja reichen, ne? Ist aber alles rot in der Zeit dann. Das finde ich noch so ein bisschen schade. Dass man hier leider etwas anders denken muss. Wartet mal. Zack. Dann machen wir den hier auch nochmal weg. Auch. Machen wir das jetzt so. Dann kriegen wir die oberen beiden auf jeden Fall angeschlossen. So könnte man die beispielsweise trennen. Dann kann man hier nämlich einfach ein Zwischensignal einbauen. Und da auch eins. Du gehst ja nur eh in die Richtung. Zack, zack. Zack, zack. Das sollte gehen. Ja, und es ist halt noch nie getestet. Deswegen eine sehr witzige Geschichte. So, dann kaufen wir mal gleich eine Lok oder sowas. Ich muss darauf achten, dass ich hier das Ding nicht rausschmeiße. Wir kaufen eine Lok. Hatten wir hier Diesel-Loks fahren? Ja. Wir kaufen eine Diesel-Lok mit, ich weiß nicht, 1,20 können die, das heißt 40 Kohle hätten wir hier. Und wie viel Stahl sind auf einem? 6. Kommen wir an die knapp 6 ran, das ist okay. Plus auf plus. 4 Laden. Entladen. Der Zug da hinten auch noch. Hallo. Deswegen wahrscheinlich. Ja, ich habe den eine Position so hochgeschoben. Tja. Und du fährst direkt aufs falsche Gleis. Ja.
Dann machen wir das fürs erste Mal so. Man kann hier keine Kohle direkt weiter aufnehmen. Das ist ja beschiss. Wartet mal. Aber das ist doch beschissen. Wieso geht denn das nicht? Ist das Bullshit, ey. Wir können hier nicht mal sagen, jo, bringen wir das ganze Zeug weg. Fahren wir erstmal zurück in den Lokschuppen. Dann ändern wir das gleich und dann müssen wir hier bei den... Müssen wir das auch ein bisschen ändern. Das heißt also nochmal überdenken die ganze Taktik. Das heißt, normal könnten dann alle Züge hier hinten rumfahren und gucken, ob sie hier irgendwas Neues kriegen. Wieso ist denn das einmal so schwierig? Da will ich das so unkompliziert wie möglich aufbauen und dann macht mir das Spiel einen Strich durch die Rechnung. So, dann können hier trotzdem alle da lang. Und können die immer noch weiterfahren. Okay, dann bleibt uns ja eigentlich immer nur sowas hier. Zack, zack. Zack. Ja, das Einzige, was jetzt halt noch nicht wieder rumkommt, ist der Stahlzug. Weil wir dafür genau zwei Blöcke mehr brauchen. Okay, dann machen wir das erstmal hauptsächlich mit den Kohlezügen. Dass die halt danach... noch dahin fahren. Da müssen wir halt da den Bahnhof ausbauen. Ich drücke jedes Mal Leertaste, wenn ich Pause machen will. So. Strecke plus. Strecke plus. Hatten wir hier noch einen. 1, 2, 3. Nein, das passt. Zack, 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 zack. Stopp wir halt noch an. Wir müssen jetzt nämlich ausbauen. Und zwar den Zug von der... den Bahnsteig von der Länge ausbauen. Damit wir hier... das schaffen. Wir müssen leider einen verkaufen. So, dann haben wir das und dann bräuchten wir was jetzt für einen Radius, damit wir hier zurückkommen.
Dann machen wir halt jetzt das so. So, dann bleibt er nämlich da stehen, egal was der da vorne sagt. So, stopp. Nein, den Ausbau müssen wir hier hinten noch machen. Verbesserungen. So. Kontrollturm. Dann sagen wir jetzt hier zwei Flächen mehr hinten dran. Sagen wir jetzt hier Station plus plus. So, dann fahren die jetzt hier alle schön das Zeug hin. Achso, wegen dem Dings... Oh Mann, ich hätte dieses Kohleteil nicht bauen dürfen sollen. Das ist ja jetzt ein Beschiss. So, wir hatten hier eigentlich auch schon alles gemacht, ne? Jetzt, wir könnten natürlich mit Holz das Ganze nochmal hochjagen. Das heißt also, wir gucken mal, wo gibt es ein Sägewerk. Hier gibt es auf jeden Fall Holz. Und ein Sägewerk sehe ich leider nicht. Kann man nicht so eine Funktion einbauen, wenn der Zug voll ist, dann fahre dahin, sonst fahre zurück. Das wäre doch was Cooles. Zu entscheiden. Jo, ich will den heute aber woanders lang fahren lassen als vorher. So, hier können wir das nochmal ändern. Das bringt hier gerade nicht so viel. Ah, hier fährt er gleich mit der Kohle noch weg. Okay, das heißt, hier sollten wir dann unsere ersten Coins kriegen. Dann trennen wir die gleich mal so ein bisschen. Dann können hier die Züge auch noch rein und raus fahren. Genau, der sagt, nö, darf's nicht. Aber das ist jetzt so easy, dass wir jetzt hier mit diesen Signalen arbeiten. Gut, das müssten wir hier nochmal tauschen. Durch ein normales. Und das ist halt diese Arbeit, die ich meinte, dass wir halt ab und an mal gucken müssen. Wie sieht das aus? Können wir das vielleicht da anders machen? Oder müssen wir das da irgendwo anders machen? Guck mal, drei gleichzeitige Züge, die in den Bahnhof einfahren. Auch noch nicht gehabt. Können wir hier mal kurz diese ganzen Meldungen entfernen. Ist doch cool, wenn wir hier so drei Züge gleichzeitig haben. Ist doch easy. Ah, hier fehlt noch ein Signal.
So, dann haben wir das auch. Hätte ich mir eigentlich auch noch das eine Gleis da oben sparen können. Wenn man es jetzt richtig will. Ah, das war... Oder ist genau ein falsches Gleis. Aber okay, er fährt ja auch fast direkt weiter. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mit diesem Signal hier lernen. Sonst dauert das wahrscheinlich Jahre, bis wir das ordentlich kapiert haben. So, bauen wir hier auch noch eine Verbesserung ein. Eine Möbelwerkstatt wollen wir nicht. Ja, das können wir hier noch gut machen. Und dann können wir meinetwegen auch noch das machen. Dann machen wir hier noch Güterbahnhof als Ding dran. Einer, weil der so auf Hype steht, ey. Nee, okay, das geht gar nicht. Also bauen wir das einfach hinten dran. Strange. Aber hier haben wir jetzt halt so einen riesen Komplex und das mit dem Übergang sieht halt auch cool aus. So, jetzt kriegen wir noch Kohlecoins dazu. Wir kriegen Stahlcoins, wir haben Ölcoins. Also eigentlich ist alles supi. Das einzige, was halt da oben fehlt, ist Kohle. Ist Eisenerz. Also machen wir halt einen gemischten Bedarf auf. So, hallo. So, wie viel machen wir denn jetzt hier? Bilanzmäßig plus oder minus? Da haben wir plus gemacht, da haben wir plus gemacht. Derzeit machen wir minus. Wie machen wir denn hier so viel minus? Gerne mal ein bisschen hochsteigen wieder in der Bilanz. Ich habe da nicht so wirklich Lust aufs Negativ. Wieso haben wir denn so viel Negativ? Ich habe noch keine Ahnung, ey. Ein kleines Plus machen wir, das sehe ich. So. Wir brauchen eindeutig immer noch mehr Eisenerz. Haben wir noch irgendwo Eisenerz? In der Nähe am besten? Ja, hier unten. Hier haben wir noch Kohle. Die beide hier über die Haupttrasse nochmal hochbringen. Könnten wir da noch ein bisschen was machen? Machen wir das oder machen wir es nicht? Keine Ahnung.
Eigentlich müssten wir da so ein bisschen was hinbringen. Damit das halt positiv läuft. Oder wir bringen es halt zu einer anderen Gießerei, aber dann brauchen wir da mehr Kohle. Ich glaube, wir bauen dann hier einfach mal das auf. Was schaffen mit einem Bahnhof hier alles anzufahren? So. Damit könnten wir, wenn wir den Kontrollturm haben, könnten wir hier das ganze Ding noch ausbauen. Dann sind wir jeweils ein davon entfernt. Beide Trichter könnten wir hier gebrauchen. Jo. Hallo? Hey, Bahnhof zu groß. Ach, warte mal, muss ich die jetzt echt wieder abreißen? Scheinbar. Ja, aber es funktioniert. Es würde funktionieren. So, alles erstmal ausbauen, was hier geht. So, 3 zu 4. Das sind auch schon wieder so Zahlen. So 3 zu 4,5. What? Wieso wird hier eigentlich kein Eisen dazu gegeben? Achso, der Turm wird hier nicht richtig akzeptiert. Deswegen. Kann ich den Dings nicht bauen? Hä? Stopp mal, also irgendwas passt jetzt hier gerade gar nicht. Wir bauen einen Bahnhof. Machen wir jetzt sogar gleich ein Gleis mehr. So, sagen dann hier Kontrollturm Plus. Ja, das heißt, wir können ja im Regelfall sogar 2 zusätzlich. Ich mache jetzt hier auf der Seite ein und auf der Seite mache ich einen. So. Dann machen wir jetzt hier den Trichter dran. Nein, wir machen nur den Bahnsteig dann. Nach hinten kann ich den wegbauen.
So. Funktioniert das jetzt? Jetzt hat er den schon wieder nicht. Weil er jetzt nicht auf der Höhe liegt, oder was? What? Also nochmal alles weg. Irgendwo muss doch hier das Problem liegen. Das kann doch nicht dauerhaft nicht zwei da rauskomme. Eins, zwei, das passt. Das machen wir diesmal anders. Dann machen wir das so. So, okay. Das heißt, wir kriegen standardmäßig auch Eisen. Okay. Ich kann überhaupt gar nichts bauen. Hä? Wieso das nicht? Spiel? Bahnhof zu groß. Ein Kontrollturm kann ich bauen. Hätte ich gerne hier die Erweiterung. Ja, ist okay. Dann sagen wir jetzt hier, ja, ich nehme gerne diese Kohle. Die Eisenmine. Will ich aber auch noch Kohle mit haben? Der baut das gar nicht aus. Ah. What the fuck? Liebes Spiel, ey. Okay, das Gebäude schwebt. So nicht mehr. Wieso? Und nicht gleich vorher. Hallo. Ah, jetzt wissen wir mindestens, dass wir in der nächsten Folge da weitermachen können. Wo wir aufgehört haben. In dem Sinne erstmal vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einer der nächsten Folgen wieder. Haut rein, bis dann und ciao.